Heute Morgen war es draußen nur 6 Grad und hier noch 11. Da habe ich gleich mal die Dieselheizung angestellt. Die kann ich hier bedienen. Und dann noch die Elektroheizung auf 750 Watt. Hat mich 50 Amperestunden gekostet. Aber weil heute schön ist, kommt das locker wieder rein. Jetzt wird erstmal ein Kaffee getrunken. Hallo zusammen, ich bin jetzt die erste Nacht hier, habe ich geschlafen bei einem Mann, der hier aufpassen muss. Der ist 24 Stunden da, um seine irgendwie Rente durchzukriegen, und er schläft nur da in diesem Container, da drin ist nur ein Bett. Ja, und hatte hier schön meine Ruhe, könnt sehen, da steht mein Wohnmobil, Sonne blendet gerade. Aber die Hunde hatten auch schön zum Laufen. Alles bestens. So, ich fahre mal weiter Richtung Hammalet und dann irgendwo ins Cap. Ja, dann nehme ich euch gleich mal mit, so wie das aussieht hier. Früchte, Strände, vor allem so viele kleine Geschäfte wie in Marokko. Das finde ich cool. Ganz viele kleine Händler. Jetzt habe ich eine Tafel gesehen, Route Touristique. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich fahre jetzt einfach mal diese Straße entlang, ist am Meer unten. Ja, scheinen wohl nur Hotelkomplexe zu sein. Tourismus pur. Bis jetzt. So, nach den vielen Hotelkomplexen gab es dann endlich mal eine Stelle, wo ich da Zufahrt hatte, direkt zum Strand. Es blendet extrem. Ja, und hier seht ihr der Strand, Sand. Hätte man gut übernachten können. So, ich habe jetzt den ersten getroffen, der auch hier campt. Ist aber ein Marokkaner mit Wurzeln in Frankreich, der hier über den Winter bleibt und sich bestens auskennt. Leider kann ich zu wenig Französisch, aber ja, interessant. Er hat mich gesehen und dann ist er schnell hierher gefahren. So, jetzt fahre ich durch Naboil durch, eine Keramikstadt, Töpferstadt. Also an Taxi mangelt es hier nicht, da sind sie scharenweise. Verkehr hat es auch, da muss ich da durchkämpfen. Aber das macht mir nichts aus. Aber ich liebe das Leben, wie die Leute da beschäftigt sind, es läuft immer was. Vor allem, es ist warm. Jetzt bin ich da irgendwie in die Medina reingelangt. Oh, da kann ich nicht durch. Aber man kann durchfahren. Immer noch besser wie in Italien, wo es extrem eng war. Hier kommt man wenigstens bis jetzt durch. Jetzt bin ich einfach mal rechts abgebogen, fahre einfach mal irgendwo durch. Ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Tischler. Ich will mir zwei neue Schubladen machen, die etwas größer sind. Ein Händler nach dem anderen. Jetzt bin ich mitten durch die Industrie in Anführungszeichen gefahren und es ist geil. Es läuft da richtig was, Händler um Händler. Die meisten verkaufen irgendwas, aber ich muss extrem aufpassen. Mit aufpassen meinte ich natürlich den Verkehr, nicht vor den Leuten. Nun, es geht weiter, mitten durchs Zentrum. Ist das geil. Aber jetzt wird es wieder eng. Der ist mir jetzt im Weg, komme da nicht durch. Jetzt bin ich echt im Puff drin. War das geil, jetzt bin ich durch.
Bin wieder auf der Hauptstraße. Es geht weiter. So, jetzt habe ich mal schnell angehalten. Ich habe wieder einen der wenigen Tischler gesehen. Ich frage den, das ist jetzt schon der zweite, der andere hatte keine Zeit. Die verkaufen hier, die meisten, die wenigsten wollen arbeiten, die meisten sind Händler. Jetzt gehe ich mal zum Tischler und frage ihn. So, die nehmen hier 10 Euro. In Marokko hat eine 5 Euro gekostet an zwei Orten. Ja, und jetzt schaue ich mal weiter. So, eigentlich hätte ich mich mit ihm geeinigt für 8 Euro das Stück, wegen den paar Kröten, aber der hat keine Zeit und ich habe keine Lust hier zu warten bis morgen. Und ich habe hier noch Zeit in Marokko. Ja, hier wollte ich jetzt mein Auto waschen lassen, aber die wollen nicht von Hand waschen. Ja, dann fahre ich mal weiter. Jetzt bin ich im nächsten Dorf, das heißt Ben Kihar. Läuft immer was hier. So, ab hier geht jetzt alles an der Küste entlang. Ich kann wieder mal im fünften Gang fahren. So, jetzt bin ich in Korba. Da kommt eine der vielen Bodenschwellen. Die hat es hier immer wieder in den Städten. Ich habe jetzt einen Tischler gefunden, der macht mir zwei Schubladen. Um 3 Uhr habe ich bei ihm abgemacht. Es ist jetzt 1 und ich habe jetzt mal mir einen schöneren Platz gesucht, damit auch die Hunde wieder mal raus können. Und Angie hat schon wieder einen Straßenköter gefunden, mit dem sie spielen kann. Und ich bin da jetzt direkt am Meer, ihr seht. Ayla hat sich schmutzig gemacht. Die darf momentan nicht rein. Ich bin jetzt in der Schreinerei und wir machen jetzt die zwei Schubladen. Ich helfe ihm, damit dann auch jedes Maß stimmt, kontrolliere ich das immer. So, das sind meine zwei neuen Schubladen. Die neuen sind passgenauer und sie sind ein bisschen länger, weil hinten hatte ich noch Platz. Die Blende, die mache ich dann noch selber an. So, ich fahre jetzt noch ein Stück weiter und suche mir irgendwo einen Schlafplatz, möglichst in der Natur. So, die Schubladen haben übrigens 2,5 Dirham gekostet, also 20 Dirham, geteilt in 3. Das sind das so etwa 7 Euro. Beide zusammen extrem günstig. Ja, meinen Schlafplatz habe ich auch gefunden, abseits, gerade am Meer und super Abenduntergang. Na dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.